Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal und damit recht herzlich willkommen zu, ja, nach langer Zeit mal wieder einer kleinen Videoreihe hier auf meinem Channel, einem reinen Let's Play. Viele von euch aus der Community haben mir geschrieben in den vergangenen Livestreams, Mensch, schau dir doch mal die Frühling an, das ist eine wirklich wunderschöne Karte und ja, genau dort sind wir auch schon und wunderschön, das kann ich auch bestätigen, viel, viel Liebe zum Detail. Wir stehen hier im Eingangsbereich zum Hof Frühling, Qualität aus Heimat. Ich weiß nicht genau, wo das in etwa liegen wird, aber dem Gebäude oder dem Gebäudepack zu urteilen, vielleicht irgendwo im Schwabenland. Erstellt hat die Map der Kalle, so heißt er, glaube ich. Wenn der Kalle zufällig zuschaut oder jemand, der den Kalle kennt oder hier vielleicht mitgewirkt hat, dann kann er mir das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich möchte das erste Video hier dieser kleinen Reihe jetzt nutzen, um euch meinen Hof vorzustellen, meine Geräte vorzustellen, meine Betriebe oder Viehbetriebe oder ja, Stallungen zu zeigen und mal ein bisschen auf die Felder einzugehen, die wir haben, bevor wir dann richtig schön losstarten können. Freunde, wir bewegen uns hier mal in den Eingangsbereich. Man kann hier alles Mögliche öffnen. Ich öffne jetzt aber mal nur die Tür, denn hier steht nämlich auch schon direkt hinterm Tor unser Automobil. So ein Automobil ist immer mal gar nicht so verkehrt, wenn man mal eben was Kleines hin und her fahren muss. Ich habe jetzt hier ein GMC, ein Suburban, der, boah, wo gibt es den im Internet? Irgendwo im Internet gab es den, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, wo. Und hier hinten ist auch natürlich ganz zufällig noch die Tür offen und wir haben hier 20 Liter Dieselkanister, die nehme ich mal noch raus. Das habe ich dann doch vergessen. Und die stellen wir hier am besten mal rein. Dann öffnen wir nämlich auch hier das schöne Tor. Hier ist alles Mögliche. Was wir natürlich öffnen können, zeige ich euch natürlich auch. Ist ja klar. Erstmal muss ich den Kanister wieder zu greifen bekommen. Und das ist, ja, ohne HUD nicht ganz easy. 20 Liter Diesel haben die Kanister hier, by the way. Mod findet ihr auch im Mod-Hub. Und bevor diverseste Fragen kommen, Freunde, schaut einmal in die Videobeschreibung. In der Videobeschreibung habt ihr meine Modliste und in der Modliste verlinke ich, so gut wie es mir möglich ist, alles Mögliche, was ich verwende. Sie ist nicht immer auf dem top aktuellsten Stand, aber sag mal, die wichtigsten, ja, oder interessantesten Dinge vielleicht, die findet ihr dort. So, hier haben wir also auf diesem wunderschönen Hof unser Bauernhaus, wo wir entsprechend hier unten, wenn wir hier R drücken würden, einmal in die Garderobe gehen können und einmal hier an der Tür, ja, uns schlafen legen können. Begehbare Gebäude haben wir ja hier im LS22-Bereich erstmal nicht. Ich habe mir hier noch zwei Deko-Kübel hingesetzt. Ich habe ein paar Deko-Packs mit drauf, um es einfach so ein bisschen hübscher vielleicht zu machen. Ja, gehen wir einmal direkt hier rüber. Wir hören auch schon unser Pferd. Das Pferd, oh, da muss ich mal eben ganz schnell noch schauen. Hope. Hope heißt das Pferd. Das ist ein schwarzer Hengst, zu dem kommen wir gleich und der gehört hier auch so ein bisschen zur Story der Karte mit. Die Karte soll einen einfach ein bisschen runterbringen. Ja, schwerer Tag, viel Stress, in dieser Zeit haben wir alle immer viel Stress, es sind keine guten Zeiten und ja, so ist das mit der Karte angedacht, einfach ein bisschen runterzukommen. Vielleicht gibt es auch noch eine tiefergehende Geschichte zu diesem Hof oder zu dieser Karte. Wer weiß. Hinter dem ersten Tor verbirgt sich schon allerhand, was wir ja in der Grünlandtechnik verwenden werden. Oder auch so verwenden werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Pöttinger hier weiter verwenden werden. Denn ich glaube, ich werde gar nicht auf Ladewagenbasis fahren. Naja, auf jeden Fall steht er hier schon da. Oder stand hier auch schon da. Ich habe einiges der Stadtfahrzeuge verkauft und anderes wieder dazu gekauft. Wie beispielsweise diesen Pöttinger Synchro 3030 hier. Ja, das wird eben entsprechend mein Grober werden. Da fällt mir auch auf, eine Scheibenegge habe ich noch gar nicht. Und ja, sehen wir es oben rechts, 37.825 Euro habe ich noch zur Verfügung. Mal schauen, ob eine Scheibe drin ist. Ich bräuchte auf jeden Fall eine. Was wir auf jeden Fall haben, ist hier so ein Einböck-Striegel. Den möchte ich gegens Unkraut nehmen. Wobei wir da natürlich auch noch über eine Spritze verfügen. Ich bin noch nicht ganz sicher bin. Oder beziehungsweise eine Spritze hätten wir im Angebot. Hier im Hof habe ich sie noch nicht und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich eine verwenden möchte. Naja, dann haben wir hier noch einen Alpinet 4.4H Striegel. Das darf natürlich auch nicht fehlen und das war es an der Stelle hier auch schon in dieser Halle. Dann gehen wir hier mal ein Stückchen, naja komm, gehen wir gleich hier an der Seite ran. Diese Karte, also prinzipiell auch gesagt, jeder soll auf der Karte spielen. Wie er das am besten und für richtig hält mit den Fahrzeugen, die er am besten und für richtig hält. Apropos Karte.
Ich gehe mal eben schnell ins Escape-Menü. Es ist eine kleine, wunderschöne Karte. Ja, die ist nicht groß, die ist klein. Perfekt für den Singleplayer. Und da, ja, bietet es sich natürlich an, nicht mit der größten Technik zu fahren. Mein dickster Schlepper hier ist ein Favorit 515C. Den findet ihr auch in der Modliste. Der hat ein paar Besonderheiten, ein bisschen umgebaut, ein bisschen hier, ein bisschen da. Gibt es öffentlich von MoosaK. Grüße gehen raus an die Jungs. 515er, daher, wir brauchen mal ein bisschen Leistung auch mal. Gerade wenn es darum geht, Gülle zu fahren. Oder eben hier so einen Vierscharflug durch den Boden durchzuziehen. Der ist aus einem Akromaschpack, gibt es auch im Mod-Hub. Ich hoffe, ich habe das zu diesem Zeitpunkt jetzt hier auch schon in der Modliste mit verlinkt. So, gehen wir hier einmal ein Stückchen weiter und gehen mal auf die andere Seite rüber. Hier finden sich überall so ein paar Elemente aus unserem Bestand. Dann haben wir hier einen Düngestreuer, Standard, Amazone, ne, Spielstandard, Vanilla. Wir haben hier einen Pressel- und Ladetelelader-Gabel für Ballen. Ich werde komplett auf Rundballen gehen. Und wir haben auch hier eine Standard-Drille aus dem Spiel. Reicht völlig aus. Perfekt in der Arbeitsbreite. Ich glaube, das müssen auch 3 Meter sein. Pflegebreite werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach auf 18 Meter gehen. Ich weiß es nicht genau, aber aller Wahrscheinlichkeit nach gehen wir auf 18 Meter. So, schieben wir das Tor hier einmal zur Seite. Dann haben wir hier ja, unseren Bunker, unsere Schnecke, unseren Trichter, unsere Gosse. So rum, Entschuldigung, unsere Gosse. Und wenn ich das richtig sehe, hätten wir hier 3 verschiedene Möglichkeiten, ja, Früchte einzubunkern. Ne, Weizen, Hafer und noch irgendwas vielleicht. Mal schauen. Dann wisst ihr auch schon, wo die Reise gleich mit den Früchten hingehen wird. Gehen wir ein bisschen weiter, machen hier nochmal das Tor auf. Befindet sich hier ein alter Wagen. Boah, Ballenladen, ne? Ich denke mal, den werden wir für die Rundballen nehmen. Mal gucken, ob er sich gut macht oder ob wir vielleicht doch irgendwann mal was Größeres kaufen. Stress haben wir hier ja auf der Karte nicht. Da kann man im Übrigen auch immer wieder schön die ganzen Türchen aufmachen, ne? Beleuchtung haben wir natürlich auch in den Gebäuden. Wunderschön. So, zu dieser Seite finden wir unseren Kuhstall. Und was halt echt schön ist, an dieser Map und an diesem Spielstand, der hier drauf natürlich ist, Tiere etc. pp. Sind schon da. Ich kann gerne mal mit euch hier ins Tiermenü gehen. Wir haben 10 Kühe, wir haben 10 Schafe, wir haben 10 Hühner, wir haben einen Hahn und wir haben unser Pferd Hope, dass ich, by the way, schon mal ein bisschen hier durch die Gegend geritten bin. Das ist supi, das bedeutet aber auch, dass wir uns in den nächsten Folgen schleunigst schnell darum kümmern sollten, hier die Versorgung der Tiere zu gewährleisten, denn am Hof sonst eingelagert oder in Ballenform haben wir gar nichts. Naja. So, gehen wir hier ein Stück weiter. Ich nehme die Beine etwas in die Hand. Haben wir hier noch eine Rolltour. Dahinter befindet sich auch Spielstandard Samash Z2840 Schwader. Finde ich wunderbar. Ist super. Man könnte überlegen, auf den Einkreis der Schwader zu gehen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre auch eine Option. Grünlandfläche. Um mal zu unseren Flächen zu kommen. Ich habe noch ein paar dazu gekauft. Ne? Alles, was blau ist, sind unsere Flächen. Und Grünlandfläche ist diese, sowie diese hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Hektar die haben. Aber das werden wir dann mal noch im Verlauf des Spiels sehen. Standardmäßig steht auch hier schon so ein Anhänger rum, um die Milch wegzubringen. Der ist auch schon benutzt worden. Also den Hof haben wir ganz einfach übernommen. Das könnte ja, glaube ich, zur Story hier ganz gut passen. Wenn ihr Story-Ideen habt oder so, auch das, schreibt mir auch das in die Kommentare. Vielleicht können wir hier eine kleine schöne Story draus machen. Hier finden sich auf jeden Fall unsere Hühner und unser Hahn. Wo ist er? Da vorne ist er. Der Prachtkerl. Die werden wir natürlich auch schnellstmöglich versorgen. So viel steht schon mal fest. Und dann kommen wir hier hinten nochmal zu einem Unterstand. Im Übrigen geht es dann hier über diesen kleinen Feldweg, wo auch überall mal Stöckchen und so rumliegen, also die Feldwege. Kann es sein, dass Yogi die gemacht hat? Ich bin mir nicht sicher. Yogi, wenn du das siehst, schreib es mir mal bitte. Ich dachte, das im Livestream mal irgendwie so mitbekommen zu haben, sind auch schon ziemlich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kommen wir nämlich auch schon auf unsere Wiesenfläche. Das ist sehr, sehr geil. Ist wirklich sehr, sehr geil. Kommen wir aber weiter zum Unterstand, denn Geräte sind jetzt sicherlich das, was euch noch mit am meisten interessiert. Ich habe hier einen kleinen Werkzeugkoffer stehen, den wir immer mitnehmen können, wenn irgendwas ist. Und dann haben wir hier einen Robot Master Mix 217T. Robot habe ich im LS19 sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Und ich finde die Dinger ganz cool. Bin mal gespannt, wie der sich hier macht. Kann links wie rechts abladen. Und ich hoffe, dass die Anzeige hier auch funktioniert. Das ist also unser Futtermischer. Wir haben einen kleinen Telelader, einen Scheffe 4670T. Den Scheffer, Entschuldigung. Den benötige ich vor allem, um diesen Hydro-Pale 2GT Evo Kompakt zu benutzen. Das ist ein Ballenauflöser. Da werden wir unsere Strohhuhnballen reinpacken, um dann entsprechend auch einstreuen zu können. Hier haben wir mal ein Schmuckstückchen, das es so noch nicht gibt, das es aber für euch geben wird. Und zwar aus dem Hause Farming Dudes. Das ist ein 1255er, wie das unschwer zu erkennen ist. Erste Generation mit einem MP-Lift Frontarm, den es auch auf ModHub gibt, der dann auch wunderbar zu dieser MP-Lift Frontarm-Konsole passt. 1255er, ansonsten Reifen sind jetzt nicht die dicksten Schluffen drauf. Ja, schauen wir mal, wie er sich macht. Den werden wir auf jeden Fall auch in den Einsatz nehmen. Und wie ihr das erkennen könnt, habe ich auch immer FR für Frühling, so heißt für die Karte, auf dem Kennzeichen drauf. So, ein Stückchen weiter haben wir zwei Welger-Anhänger stehen. Die standen auch schon, seht das ja, die sind auch schon schön benutzt. Die werde ich auch weiter verwenden. Die passen ziemlich gut, warum nicht? Ja, und da werden wir natürlich auch direkt mit denen in die Ernte fahren. Denn die Ernte steht jetzt hier im Hause und dafür werden wir unseren Deutz Topliner nehmen. Interessant zu sehen ist, dass auch hier von Haus aus das FR als Kennzeichen genommen wurde, denn das habe ich jetzt nicht gemacht, das stand auch schon so da. Bietet sich halt an. Topliner, was willst du sagen? Passt immer, passt top zur Karte. Wunderbare Sache. Big Back Lift haben wir natürlich auch noch da. Ich werde mit Big Backs arbeiten. Und pressentechnisch haben wir noch nicht ganz so viel da draußen in der Modding-Welt, deshalb habe ich die Pöttinger Impress genommen. Hier allerdings aus dem Netz- und Garnrollen Add-on-Pack, Mod-Pack, wo wir entsprechend auch Netz- und Garnrollen für Rund- und Quaderballen pressen verwenden müssen. Die habe ich jetzt noch nicht am Hof, also Supplies müssen wir dann entsprechend auch noch kaufen. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen, wenn das soweit wird. Soweit der Fall sein wird, das wird relativ schnell, denke ich mal, sein. Ja, Mähwerk habe ich mir auch aus dem ModHub gezogen. Ist Nova Disc 350 von Pöttinger. Das war's. Also Frontmähwerk habe ich gar nicht, sondern eben nur das hier. Und für unsere Flächen reicht das. Ich denke, das kommt gut. Ich habe mit so einer Kombi, das klingt jetzt blöd, aber ich habe mit so einem einzelnen Mähwerk im Heck bisher noch gar nicht gearbeitet. Naja, schauen wir mal. Tor machen wir hier wieder zu. Auch sehr geil an diesem ganzen Pack ist eben, dass separat natürlich noch mit runtergeladen werden muss. Müsst ihr aufpassen, steht aber auch alles auf dem ModHub in der Beschreibung mit drin. Diese Verfärbung, ne, über die Zeit, ach, geil. So, was habe ich hier noch? Ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen übertrieben ist, aber ein 255 GET von alicefarming-mods.com war schon immer geil, ist auch immer noch geil. Und habe ich einfach Bock drauf. Mit dem können wir alles mögliche fahren. Paletten und so weiter und so fort. Denn Paletten werden wir definitiv fahren. Wir haben Gewächshäuser. Die sind allerdings nicht hier am Hof. Deshalb werden wir mal ein bisschen rumfahren. Werden wir sicherlich den hier auch mal nehmen. Der ist einfach geil. Habe ich Bock drauf. Bin ich sehr gespannt. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Dann kommen wir hier noch zu unserem Güllefass. Streumix. Gibt's auf der Fuschergarage auf dem Discord. Ist ziemlich geil. Hinten mit einem Prallteller versehen. Gibt's auch noch mit einem Duo Schwanhals. Aber Prallteller finde ich erstmal okay. Bis 2025 geht das auch alles noch. Dann wird's mit der Düngeverordnung ein bisschen dünn. Aber damit werden wir erstmal arbeiten. Ich dächte, wir haben hier knapp 11 Kubik. Oder sind es knapp 12 Kubik? Müssen wir dann nochmal genau nachschauen. Damit werden wir fahren, das ist ziemlich geil. Und bestellt, aber noch nicht da, ist unser Mistwagen, unser Miststreuer, mit dem wir auch Kalk fahren werden. Warte mal eben, ich denke, wir holen ihn mal eben schnell noch ran. Gerade frisch geliefert, dafür muss man nochmal kurz ein bisschen in die Tasche packen. Den hatte ich irgendwie noch vergessen. Ich möchte nutzen den Annaburger HTS 1104 Tandem. Der hat eine Erhöhung hier mit aufgebaut. Ihr seht das auch, das letzte Teil oben ist entsprechende Erhöhung. Ich weiß gar nicht, wie viel Kubik wir jetzt nochmal haben. Auf jeden Fall sollte das ausreichen. Und ist auch ein Kombi-Streuer, der entsprechend auch Kalk streuen kann. Ja, passt, denke ich mal, perfekt. Auch hier natürlich wieder FR als Kennzeichen. Das ist es im Großen und Ganzen erstmal, was den
was den Maschinenpark betrifft, obwohl nicht ganz, denn wir haben unten im Süden der Karte noch einen Schafbetrieb. Zu dem werden wir jetzt mal eben schnell hinspringen. Im Süden angekommen sind wir hier beim Tierhändler und das ist noch eine kleine Besonderheit, die ich mir auch noch platziert habe. Wir werden halt über die Zeit jetzt auch noch die Schönheit der Karte kennenlernen. Ne? Diese Detailverliebtheit, diese Wege, diese Felder, die Bäume. Ach, es wird wunderbar, Freunde. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Gebt mir doch, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir doch schon mal ein Abo und ein Däumchen da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Was ich mir hier platziert habe, ist ein Güllekauf. Ich finde das immer sehr legitim, an einem Tierhandel auch einen Güllezukauf zu machen. Hier können wir uns entsprechend unsere Gülle herholen. Das werden wir auch tun, wenn wir welche brauchen. Ansonsten könnten wir hier Wasser holen. Ich finde das aber mit so einer Tränke immer schwierig, weshalb ich mir noch einen Hydranten platziert habe. Und den Hydranten finde ich dann hier. Na, da kann man einen Wasserwagen daneben fahren und Wasser aufladen. Wofür brauchen wir das? Klar, für unsere Schafe. Wir haben aber auch noch Gewächshäuser. Ich flitze da mal eben hin. Auch im Übrigen sehr, sehr schön gemacht. Auch ein Auto angeschossen. Wir schnell rüberflitzen. Hier sind unsere Schafe. Die müssen wir auch schleunigst schnell versorgen. Ihr hört es schon. Die meckern schon lautstark. Und wir haben hier Gewächshäuser, wo ich auch relativ schnell ran möchte. An ja, die Früchte. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. Ob ich Salat, Tomaten. Ich habe mit Gewächshäusern keine Ahnung. Aber ich will es in Betrieb nehmen. Ich flitze mal hier eben ganz flott am Straßenrand lang. Denn hier ist dann noch unser entsprechender Unterstand dazu. Ein Avant habe ich mir hier platziert. Ein 750er. Mit einer Palettengabel und eben mit diesem, ja, ich sag mal, mit diesem Mäher und diesem Auffangkorb für Gras. Denn so können wir immer mal an der Seite wegmähen. Das ist alles okay. Ein bisschen kommunale Arbeit. Kriege ich auch noch 1-2 Euro dafür. Und kann das Ganze aber auch hier noch verfüttern. Das ist relativ praktisch. Ich möchte jetzt an dieser Stelle aber auch nochmal auf unsere Feldflächen eingehen und generell auf die Felder hier auf der Karte. Die sind hier nämlich ein bisschen besonders und zwar ja ein ganzes Stückchen kleiner. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in dem Übersichtsmenü an. Ich nutze dafür im Übrigen auch den Feldrechner. Sehr, sehr interessant, habe ich mit verlinkt in der Modliste. Denn da können wir auch unsere ganzen Felder anschauen. Die übrigen, oder die obrigen, die obrigen sind meine und ihr seht, das größte Feld, was ich innehabe, sind 0,85 Hektar. Das größte Feld, was es generell hier auf der Karte gibt, hat 1,82 Hektar. Diese Felder sind sehr klein, wobei ich auch dabei bin, die 5 und die 6, die werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach zusammenlegen. Und wenn wir nochmal im Escape-Menü schauen, dann könnte man die Felder, die man hat, wobei das hier auch schon alles relativ eng bemessen ist. 5 und 6 könnte ich versuchen, hier noch ein bisschen zu erweitern. Na, und noch ein bisschen, ja, nicht ganz so viereckig zu halten, denn das sind die Felder. Sie sind sehr helferfreundlich, allerdings auch weniger schick an der Stelle. Auch mit der 14, wo wir hier gerade sind, können wir das auch nicht wirklich machen. Denn wie ihr hier seht, ich gehe mal im Field of View wieder ein bisschen runter, haben wir dann hier entsprechend auch schon eine Böschung. Dort hinten können wir auch nicht viel mehr machen und hier eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich nirgendwo. Finde ich aber jetzt weniger schlimm, wenn die Felder halt so eckig sind. Wir haben ja auch Felder dabei, wie beispielsweise die 12 oder die 5, die hat dann auch die Besonderheit 5 und 6, dass sie hier unten dann ineinander geht. So wie die neuen, das passt schon. Da gibt es, glaube ich, ja, genügend Variation. Und was es halt so schön macht, ist die Umgebung, wo man dann entsprechend auch arbeitet. Alles andere auf der Karte ist erstmal unberührt. Unsere Flächen, wie gesagt, ne, die seht ihr hier nochmal. Und die verschiedenen Verkaufspunkte werden wir mit der Zeit sicherlich auch noch anfahren. Und mit der Arbeit beginnen wir entsprechend im nächsten Video. Das soll zu dieser Vorstellung erstmal sein, zu diesem, ja, kleinen Kick-off dieses Videoprojektes. Wie gesagt, ich habe mega Bock. Wenn ihr es auch habt, gebt mir ein Däumchen nach oben. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wie gesagt, wer es noch nicht getan hat, lasst mir gerne ein kostenloses Abonnement da. Kostet euch nichts und bringt mir Support. Freunde, bleibt ihr gesund und munter und hoffentlich bis zur nächsten Folge hier auf der Frühling. Macht's gut. Ciao.